Heute habe ich ein kleines Halloween-Special für euch. Denn man muss einfach sagen, ein Wabikusa kann man ja in so ziemlich jedem Gefäß machen. Und ich war vor ein paar Tagen einkaufen und bin durch völligen Zufall, ich habe es nicht danach gesucht, nicht geplant, über so einen kleinen, ja, Kürbiskessel gestoßen. Ich glaube, das Ding ist eigentlich dafür gedacht, um Teelichter oder Kerzen oder so da reinzupacken. Es hat auch oben so einen Henkel, den habe ich dann abgemacht. Aber es hat halt auch einen kleinen Boden, der so einen halben Zentimeter Soil halten kann und der wasserdicht ist. Also, was macht man in so einem Gefäß natürlich? Ja, ein kleines Wabikusa. Also machen wir heute ein kleines Halloween-Wabikusa in so einem ausgehöhlten Kürbis-Kerzen-Lichthalter-Gefäß-Kessel. Ganz optimal ist es natürlich nicht geeignet, da kommen wir aber gleich noch drauf zu. Ganz grundsätzlich ist es eigentlich nur wichtig, wenn ihr irgendwo ein Wabikusa drin machen wollt, dass ihr ein Gefäß habt, was ihr zum Teil verschließen könnt, um eine möglichst hohe Luftfeuchtigkeit da drin zu halten. Das heißt, wir brauchen hier am Ende einen Deckel, das ist aber relativ leicht gemacht, und wo von oben Licht reinfallen können muss. Das muss natürlich nicht zwangsläufig nur von oben sein, das geht theoretisch auch von der Seite. Aber wenn wir es halt mit einer Beleuchtung versehen, wie wir es jetzt hier in diesem Fall auch gemacht haben, dann macht es natürlich Sinn, dass das Licht von oben reinfallen kann. Ich habe mir noch dazu so eine kleine Holzbox gekauft, weil ich einfach fand, dass das dekorativ aussah und irgendwie thematisch ganz gut gepasst hat, wenn dieser Kessel dann in dieser Holzbox steht. Und das Ganze passt lustigerweise wirklich ganz genau unter den niedrigen Ständer von der ONF Misto. Das ist also der schwarze ONF Misto Stand mit der schwarzen ONF Misto. Darüber. Das ist wirklich, habe ich vorher nicht ausgemessen, purer Zufall, dass das so gepasst hat. Ich kann euch leider weder zu der Kiste noch zu diesem Gefäß wirklich einen Link anbieten, weil das habe ich beides halt hier in einem lokalen 1-Euro-Shop gefunden. Ich denke mal, wenn ihr da in irgendeine Art Dekoladen geht, mir fällt ja spontan sowas ein wie Nanunana oder Depot oder sowas, dann solltet ihr sowas immer irgendwo finden. Ich kann es jetzt so nicht direkt einmal verlinken. Was ihr euch verlinken kann, sind die verwendeten Pflanzen und das verwendete Soil. Wir haben hier Tropica Aquarium Soil benutzt in der Powder-Variante. Das habe ich einfach noch in vielen Säcken hier rumstehen. Das benutze ich eigentlich mal die ganze Zeit sehr gerne. Und als Pflanzen kommen zum Einsatz einmal Micranthemum cvidii. Davon haben wir 3 Töpfe benutzt. Und eine Hydrozotyl CF Tripartita. Davon haben wir 1 Topf benutzt. Alles von Aquasabi, links unten in der Videobeschreibung. Das Ganze ist tatsächlich super, super simpel gemacht. Ich habe jetzt einfach so einen halben Zentimeter Soil in diesen Kürbis eingefüllt. Ich habe das hinten ein bisschen höher geschüttet, um da so auf 1 Zentimeter, 1,5 Zentimeter zu kommen, um die Möglichkeit zu haben, die Pflanzen da so wenigstens einigermaßen reinzustecken. Und dann habe ich eigentlich nur, ja, die Pflanzen aus den 3 Töpfen mit dem Micranthemum cvidii sozusagen rausgerissen. Ich habe die also nicht extra vorsichtig ausgepackt oder so. Die Wurzeln sind so klein, dass man die Pflanze da mehr oder weniger beschädigungsfrei einfach rausziehen kann aus diesem Zeug. Und dann habe ich das Ganze tatsächlich eigentlich nur oben auf das Zeug aufgelegt. Denn sowas einzupflanzen, gerade in einem Wabikusa, ist so gut wie unmöglich. Es sei denn, man trennt es wirklich vorher auf in kleinere Portionen. Aber ich habe mich ja dafür entschieden, extra 3 Töpfe von dem Micranthemum cvidii zu benutzen, um das jetzt natürlich für das Video auch direkt am Anfang einmal ziemlich cool aussehen zu lassen. Aber meine Vorstellung war die ganze Zeit, dass die Pflanzen dann aus dem Mund und aus den Augen des Kürbis sozusagen rauswachsen und rausranken. Und das ist natürlich cooler, wenn man von vornherein viel Pflanzenmasse hat. Aber das muss natürlich nicht sein. Du kannst auch nur mit einem Topf starten und das Ganze dann nach und nach da rauswachsen lassen. Bei der CF Tripartita war der Grund genau der gleiche. Das ist eine sehr rankende Pflanze, die nimmt sehr schnell sehr viel Raum ein und eignet sich dafür für sowas, wo ich möchte, dass etwas irgendwo rauswächst, tatsächlich umso besser. Die 3-mal Monte Carlo und die 1-mal Tripartita werden also einfach jetzt auf das Soil aufgelegt und es sorgt tatsächlich dafür, dass das ganze Ding komplett voll bepflanzt ist jetzt direkt und dann kann ich mit der Pinzette nochmal so einzelne Stränge von den Pflanzen direkt schon aus den Öffnungen rausziehen. Und das war's, also das war's, ja, das Ding ist in weniger als 5 Minuten ist das gemacht und es sieht halt wirklich cool und dekorativ aus und ich glaube, da kann man auch eine ganze Menge mit experimentieren mit verschiedenen Pflanzen, weil auch Pflanzen, die eher in so eine rote Richtung gehen, wären da natürlich schon ziemlich cool. Ist tatsächlich in der E-Mersen Form ein bisschen unwahrscheinlicher oder seltener als in der Submersenform. Da wir die Pflanzen hier in der E-Mersenform haben, also in der über Wasser wachsenden Form, sind Blätter meistens nicht ganz so rot, wie sie beispielsweise unter Wasser werden können und auch lange nicht so groß. Da muss man also mal ein bisschen gucken, was für Pflanzen da gut in Frage kommen würden. Deshalb habe ich mich jetzt eher für grüne Sachen entschieden, die aber dafür sehr viel Raum einnehmen und sehr schnell ranken und sehr schnell wachsen. Und da bietet sich sowohl das Monte Carlo als auch die Hydrozotyl sehr gut an. Thank you.
Jetzt macht es halt Sinn, das Ganze wirklich einmal so richtig ordentlich nass zu sprühen. Sowohl das Soil vorher, dann die Pflanzen drauf und dann das Ganze nochmal nass sprühen. Und dann sollte ein Deckel drauf. Dadurch, dass wir jetzt vorne die Öffnungen haben, muss oben auf jeden Fall die ganze Zeit zu sein, um wenigstens annähernd genug Luftfeuchtigkeit zu halten. Ganz grundsätzlich muss man bei so einem Gefäß auch sagen, da werdet ihr häufig sprühen müssen. Wenn ihr da nur einmal am Tag sprüht, wird alles, was vorne rauswächst, vertrocknen. Das wird nicht reichen. Dafür sind die Öffnungen zu groß und lassen zu viel Luft sozusagen rein. Oben müssen wir auf jeden Fall zumachen. Wir können es natürlich jetzt ganz einfach Low-Cost machen und Classy-Folie drüber ziehen, das ist das Einfachste. Wir können auch einfach irgendeinen anderen transparenten Deckel, eine Scheibe Plexiglas, eine Scheibe Glas, was auch immer, da drüber setzen. Ich hatte jetzt hier tatsächlich daneben noch stehen, einmal einen Dua Glass Pod Maru und dieses ONF Moss Micro Landscape. Beide haben ja einen Deckel. Beide Deckel passen auf dieses Ding drauf. Der vom Moss Micro Landscape ist ein bisschen groß, deshalb habe ich jetzt einfach da die ganze Zeit diesen Glasdeckel von einem Glass Pod Maru oben drauf sitzen, der das Ganze halt gut verschließt. Aber trotzdem müsst ihr das Ding 3, 4, 5 Mal am Tag ordentlich besprühen, damit das von vorne auch feucht genug bleibt, damit nicht alles, was rauswächst, sofort vertrocknet. Es ist also mehr ein kleines Show-Ding, was man mal für ein paar Tage da stehen haben kann.